Peking vehement seine umstrittene Luftverteidigungszone. Kerry wollte diese Probleme deutlich ansprechen. Beamte seiner Delegation hatten Peking bereits davor gewarnt, die Spannungen weiter zu verschärfen. Doch dass China nicht ohne weiteres bereit ist, den Forderungen der USA Folge zu leisten, machte ein Kommentar der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua deutlich. Man werde immer erst versuchen, Territorialkonflikte friedlich zu lösen, hieß es. Aber man werde auch nicht zögern, Chinas Sicherheitsinteressen zu verteidigen. Im Untersuchungsausschuss in Stuttgart traf heute noch einmal der frühere Ministerpräsident Stefan Markus auf und er erhob schwere Vorwürfe gegen den Untersuchungsausschuss. Aus Stuttgart mehr von vor dem IMDW-Untersuchungsausschuss ist Stefan Markus dabei. Er hat sich nichts vorzuwerfen.